Grüß Gott, meine Damen und Herren, liebe Vfz-Leserinnen und Vfz-Leser, zur neuen Folge von Ins Heft gezoomt mit dem Aufmacherbeitrag des Oktoberhefts, des letzten Hefts im Jahrgang 2021. Ich begrüße heute als Gesprächspartner meinen Freund und Kollegen Morten Reitmeier, außerplanmäßiger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Trier, ausgewiesener Experte für die Geschichte von Eliten im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts und Herausgeber und Verfasser zahlreicher Publikationen zur Gesellschaftsgeschichte in Deutschland und Europa nach dem Boom. Damit möchte ich es, was die Vorstellung angeht, bewenden lassen und eintauchen in seinen Beitrag zur Geschichte des Populismus beziehungsweise zu seinem kritischen Überblick zur Geschichte der Populismusforschung. Und ich möchte beginnen mit einer Frage, warum denn die Populismusforschung eine Domäne von Politologie und Soziologie geblieben ist. Was hat die historische Forschung hier übersehen oder versäumt, Morten? Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich glaube nicht, dass die deutsche Geschichtswissenschaft die Zeitgeschichte hier etwas versäumt hat oder übersehen hat. Das vorab. Denn aufgrund der Gegenwartsnähe dieses Phänomens, gerade in Deutschland, ist es ja so, dass die historische Forschung zu diesem Thema zunächst einmal eigentlich erst in den Startlöchern ist. Und das war auch der Versuch, in diesem Beitrag ein bisschen das Feld aufzuräumen für Historikerinnen und Historiker und sie vor falschen Vorabfestlegungen zu bewahren. Da es eine so aktuelle Geschichte ist, ist es, glaube ich, klar, dass die Politologen und in geringerem Ausmaß, glaube ich, die Soziologen hier zunächst einmal das Feld bestimmen. Deshalb, wie gesagt, es ist kein Versäumnis. Darüber hinaus gibt es auch in Deutschland eine historische Forschung zu populistischen Phänomenen, die länger zurückliegen, die aber meistens unter anderen Gesichtspunkten stattgefunden haben, unter anderen leitenden Gesichtspunkten, hauptsächlich natürlich Antisemitismus, aber auch Rechtsextremismus im Kaiserreich, in der Weimarer Republik. Man denke an den Alldeutschen Verband, man denke an die Geschichte der Stöckerbewegung. Insofern gibt es da etwas, und es gibt natürlich eine Forschung, die auch außereuropäische Phänomene in den Blick genommen hat, namentlich von Hans-Jürgen Pule, der aber eben auch sozusagen eine Doppeldenomination seiner Professur hatte, nämlich für Politikwissenschaft und Geschichte, und deshalb relativ früh darauf gekommen ist. Der hat das sehr stark modernisierungstheoretisch ist er das angegangen. Das hat auch sehr weit getragen. Ich habe den Eindruck, mit dem Ende der Modernisierungstheorie ist da weniger drauf geguckt worden, zu wenig vielleicht, gerade von den Politologen und Soziologen. Könnte man sagen, dass so ein bisschen die Verbindung zwischen historischer Forschung und Politikwissenschaft auch verloren gegangen ist und dass es deswegen auch vielleicht schwieriger geworden ist zu kommunizieren? Du hast Hans-Jürgen Pule und seine Doppelnomination genannt. Das war ja in den 70er Jahren fast die Regel, gerade zur Zeitgeschichte und politische Wissenschaften. Man denke an Leute wie Karl Friedrich Bacher und Hans-Peter Schwarz, die ja den Vierteljahrsheften auch besonders verbunden waren. In den 80er Jahren tritt es auseinander und jetzt ist der Dialog ja zum Teil etwas schwierig geworden. Oder wie siehst du das? Ich weiß gar nicht, ob der Dialog wirklich schwierig geworden ist, zumindest in der letzten Zeit. Beginnt sich ja auch die Politikwissenschaft zum Beispiel zu öffnen gegenüber der kulturellen Dimension politischen Handelns. Und die ist eigentlich aus der Forschung zum Populismus gar nicht mehr wegzudenken, weil klar geworden ist, dass populistische Parteien und Bewegungen ihren Zulauf nicht einfach aufgrund einer Programmatik halten, die auf einmal überzeugender ist als die Programmatiken anderer Parteien und Bewegungen, sondern dass kulturelle Dimensionen, Sinnsuche, aber auch sozusagen das ganz Besondere bis hin zum körperlichen Agieren populistischer Anführer viele Zeitgenossen faszinierend finden. Und ich glaube, dass dadurch wieder eine ganze Menge
Berührungspunkte entstanden sind, auch und gerade die Sprache der Populisten, die ja bis hin zu Linguisten untersucht wird. Ich glaube, dass da eine Menge Anknüpfungspunkte bestehen. Der Punkt ist nur einfach, populistische Phänomene in der Bundesrepublik, die wirklich breitenwirksam geworden sind, die sind sehr jungen Datums. Und man findet noch in Publikationen der frühen 2010er Jahre Hinweise, das wird in der Bundesrepublik nie etwas mit populistischen Parteien, wenn die nicht einen charismatischen Anführer finden werden. Und es ist vielleicht auch lange unterschätzt worden. Ist also die Gegenwart eine der Herausforderungen, mit der sich die zeithistorische Populismusforschung beschäftigen muss? Welche anderen Herausforderungen gibt es denn noch, die zu berücksichtigen sind, wenn man sich als Zeithistoriker mit dem Phänomen Populismus beschäftigt? Ja, das umfasst eine Menge mittelgroßer Probleme, glaube ich, bei diesen Herausforderungen. Das eine ist natürlich, man benötigt für die Forschung schon irgendwie einen Populismusbegriff, der eine hinreichende Trendschärfe gegenüber den extremistischen und totalitären Bewegungen der Zwischenkriegszeit aufweist. Sonst wird auf einmal alles zum Populismus und da ist eine gewisse technische Sorgfalt, glaube ich, notwendig. Und es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden zunächst einmal in den deutschen populistischen Bewegungen gegenüber vergleichbaren Bewegungen in Europa. Zum Beispiel die Bedeutung des Regionalismus ist eine ganz andere. Man findet das ja zum Beispiel in Italien ganz prominent mit der Lega Nord, die eine Bewegung war ursprünglich, die sozusagen Norditalien oder sogar nur Teile Norditaliens loslösen wollte vom Zentralstaat, weil man den Eindruck hatte oder weil viele Menschen den Eindruck hatten, unsere Steuergelder fließen einfach nur in dunkle Kanäle in der Hauptstadt und nach Süditalien. Wir arbeiten hier hart und das Geld wird anderswo weggeschaufelt. Das kann nicht sein. Und solche Phänomene gibt es ja auch in Spanien, zum Beispiel in Katalonien. Das ist aber in Deutschland einfach nicht so der Fall. Also, man kann jetzt mit viel Liebe die, ich sag mal, Volkstümlichkeit zum Beispiel der CSU in Bayern als einem wirtschaftlich sehr potenten Bundesland natürlich nach vorne bringen. Aber das ist ja etwas ganz anderes als diese separatistischen Bewegungen. Deshalb dominieren hier die Unterschiede. Ich würde aber bei den Herausforderungen auch noch mal ganz klar die Chancen in den Vordergrund stellen, nämlich dass die populistische Dimension, die ja in demokratischer Politik eigentlich immer enthalten ist, uns auch hilft, sozusagen Demokratie besser zu verstehen. Deshalb sozusagen die Herausforderungen sind das eine, aber die Chancen sind auch sehr, sehr groß. Und das, finde ich, sozusagen ist ein Appell an Forscherinnen und Forscher, sich dem auch in Deutschland in diesem Thema. Du hast den Blick jetzt schon über die Bundesrepublik hinausgerichtet. Sagt, nein, in der Bundesrepublik gibt es eigentlich erst in Zeiten jüngeren Datums populistische Phänomene, die Breitenwirkung umfasst, am Stichwort AfD. Und das ist in Frankreich, es ist in Italien eben anders. Da hat sich die Forschung ja dann auch schon früher, auch die historische Forschung, schon früher mit diesen Phänomenen beschäftigt. Was können wir von den Kolleginnen und Kollegen dort lernen? Ich glaube, man kann ganz viel lernen. Das Erste, was mir einfällt, wäre zum Beispiel ein Vergleich mit den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen, aber auch anderen Ländern. Italien ist natürlich auch wieder ganz prominent. Welche Bedeutung besitzt eigentlich das Phänomen von Multimillionären und Milliardären, die in die Politik gehen? Was sind die Bedingungen dafür, dass das überhaupt möglich ist? Und wann geht das nicht? Wir haben in Deutschland dieses Phänomen eigentlich in diesem Ausmaß überhaupt. Wir haben keinen Berlusconi, wir haben keinen Trump. Das ist ja einfach so. Und ich glaube, das erklärt auch ganz viel wiederum in diesem Vergleich das politische Feld der Bundesrepublik Deutschland. Mit einem doch immer noch anders zugeschnittenen Parteiensystem zum Beispiel, als das in Frankreich der Fall ist, wo man sagt, das Parteiensystem ist eigentlich implodiert. Die einstmals dominierenden
die Republikaner, das ist ja nicht die Republikaner der bundesrepublikanischen Geschichte, sondern die Republikaner. Gut, es scheint so, als würden sie vielleicht doch wieder auferstehen, aber im Wesentlichen sind die verschwunden. Das muss man ja einfach so feststellen. Das heißt, hier funktioniert Populismusforschung oder kann funktionieren als eine Sonde sozusagen in die Demokratiegeschichte. Aus den Vereinigten Staaten kann man sicherlich lernen, dass Populismus immer, nein, nicht immer, aber ganz häufig auch eine emanzipative Dimension besitzen kann, zumindest wenn man sich die Geschichte der People's Party um 1900 anschaut, also ein sehr viel länger zurückliegendes Phänomen, dann war das ja nicht einfach etwas, was man mit der trumpistischen Bewegung der Gegenwart oder der unmittelbaren Vergangenheit gleichsetzen kann. Vergleichen kann man vieles, gleichsetzen kann man das nicht. Dieses Phänomen um 1900 hatte viel stärker emanzipative Seiten. Jedenfalls würde ich das nach Lektüre auch und gerade der amerikanischen Forschung, der Bürgerrechtsbewegung, die das in den 60er und 70er Jahren sehr stark, sich dafür sehr stark untersucht hat, feststellen. Und aus Großbritannien kann man etwas ganz Interessantes, glaube ich, als Aufmerksamkeitsregel übernehmen, nämlich, was passiert eigentlich, wenn eine populistische Bewegung wie die Brexit-Bewegung ja in Wahrheit, ich sage es mal so, in den Dienst der alten Eliten oder zumindest eines Teils von ihnen gestellt wird, die ja maßgeblich dazu beigetragen haben, dieser Geschichte zum Erfolg zu verhelfen und die diesen Nigel Farage, das war ja der Anführer der maßgeblichen Partei, der UKIP, ja immer auch als so ein populäres, sagen wir mal, Aushängeschild benutzt haben. Also auch da sehen wir Dimensionen von populistischen Bewegungen, bei denen wir immer nachdenken müssen, was macht die möglich, was macht die erfolgreich und finden wir so etwas in der Bundesrepublik und wenn nein, warum nicht? Also sozusagen der Zuschnitt unserer Demokratie, der wird dadurch, glaube ich, viel besser ausgeleuchtet als bislang. Das gibt mir schon das nächste Stichwort. Was unterscheidet die Bundesrepublik, das politische System der Bundesrepublik, von dem europäischer Nachbarländer, die eben anders mit populistischen Bewegungen umgehen mussten, beziehungsweise davon auch betroffen waren? Welche Rolle spielt die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus machen? Ist das so ein Punkt, der so ein wenig auch als Brandmauer wirkt? Also sagt also so, der charismatische Führer ist etwas, was ipso gefährlich ist für eine Demokratie. Und deswegen ist es auch eben schwierig, in der Bundesrepublik zu agieren, wie Berlusconi beispielsweise in Italien agiert hat. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bundesrepublik hatte eine oder hat ja immer noch ganz stark eine politische Kultur, die es Parteien und Bewegungen abverlangt, sich strikt gegenüber dem Nationalsozialismus abzugrenzen. Dieser Abgrenzungszwang mag mit der Wiedervereinigung schwächer geworden sein, weil einfach sozusagen das Beitrittsgebiet ja eine andere politische Kultur entwickelt hatte. Aber in der alten Bundesrepublik ist das ganz, ganz stark. Und das war in der Tat eine Brandmauer, glaube ich. Die ist immer noch sehr, sehr stark. Die ist nicht eingerissen. Das würde ich immer bezweifeln. Es gibt aber noch einen ganz anderen, glaube ich, mindestens ebenso wichtigen Punkt. Und das ist, das politische System der Bundesrepublik kennt sehr starke Parteien. Und stark meint, die sind stark nach innen, sie können ihre Mitglieder disziplinieren, auch wenn das manchmal nicht so aussieht, ist es im europäischen Vergleich eine unglaublich starke Disziplinierung, die hier möglich ist. Und die auch nach außen in der Wählerbindung verhältnismäßig stark sind, weil ihnen immer ganz wichtig ist, das, was, da kann man tatsächlich, glaube ich, von der Politikwissenschaft etwas übernehmen, weil die Parteien responsiv sind. Die interessieren sich immer noch sehr, sehr stark für die Anliegen der Wählerinnen und Wähler. Liegt auch daran natürlich, dass die Hälfte der Kandidaten im Bundestag natürlich direkt gewählt wird und die sich ihren Wählern unmittelbar stellen müssen. Aber es ist nicht das allein.
Das kennen ja auch andere Wahlsysteme. Das Bemühen, den Kontakt zu den Wählern nicht abreißen zu lassen und was man abgehoben nennt, sozusagen ein abgehobenes politisches Spiel zu spielen. Es gibt immer Menschen, die unzufrieden sind. Das ist ganz klar, die davon reden, das ist jetzt abgehobene Politik. Aber im Wesentlichen ist auch das Bemühen der Parteien sehr stark, das zu vermeiden. Andererseits ist es auch nicht so möglich, in diesen starken, ja doch häufig Mitgliederparteien, eine Partei zu kapern. Also aus einer kleinen, sagen wir mal, Zelle heraus, ja, die Partei zu übernehmen. So wie es ja in den Vereinigten Staaten mit den Republikanern eigentlich geschehen ist. Das ist in der Bundesrepublik sehr schwer. Das geht hin bis hin zur Möglichkeit der Parteienfinanzierung natürlich. Staatliche Gelder sind sehr wichtig und selbst die Gerichte schauen sehr stark darauf, dass Stiftungen nicht maßgeblichen Einfluss auf Parteiprogrammatiken erhalten, sind da sehr streng. Im Zweifelsfall drohen sie damit, Gemeinnützigkeiten von Stiftungen abzuerkennen, um so etwas zu verhindern. Und starke Parteien nach innen und außen sind natürlich sozusagen auch ein Bollwerk, eine Brandmauer gegen den möglichen Erfolg dieser häufig sehr fluiden Phänomene des Populismus. Wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Wir werden sehen, wie stark die Parteien aus dieser Wahl hervorgehen werden. Es sieht ja so aus, als würde die AfD wieder in den Bundestag einziehen. Es sieht aber genauso aus, als würde die AfD ungefähr auf diesem Fleck verharren, auf dem sie vor 4 Jahren gestartet ist. Und das spricht auf der einen Seite dafür, dass dieses Phänomen nicht von kurzer Dauer ist, spricht aber auf der anderen Seite dafür, dass das politische System und auch das Parteiensystem, so sehr es in Bewegung geraten sein mag, immer noch gefestigt genug ist, um solche Selbstheilungskräfte, wenn wir das mal so nennen wollen, zu aktivieren. Ich bin gespannt, wie es in 2 Wochen ausgeht, Morten, du wahrscheinlich auch. Ganz Ich genau. danke dir ganz herzlich für dieses Sehr Gespräch gerne. und Sehr gerne. möchte kurz enden mit einem Blick ins Inhaltsverzeichnis des Oktoberhefts, das eben als Aufmacher Morten Reitmeiers Aufsatz Populismus als Untersuchungsfeld der Zeitgeschichte enthält. Was findet sich in dem Strauß an Themen und Autorinnen und Autoren, den wir angeboten haben, noch? Ein Aufsatz von Sascha Steger über die Stennis-Revolten 1930-31 und den Aufstieg der SS, ein Aufsatz von Tanja Penta und Dmytro Titarenko über den großen Hunger in der Ukraine in den 30er Jahren, die NS-Propaganda und das schwere Erbe, das diese Besatzungspropaganda auch in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der heutigen Ukraine hinterlassen hat, und eine Diskussion aus 6 kurzen Beiträgen über das große Themenfeld Geschlecht und Demokratie. Das wäre jetzt auch noch ein Punkt gewesen, Morten, den wir mit Populismus hätten machen können. Autorinnen und Autoren sind hier Kirsten Heinz und Till van Raden, Isabel Heinemann, Martina Steber aus der Redaktion der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Julia Paulus und mein Kollege Bernhard Gotto. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Heft zur Hand nehmen würden, und ich würde mich freuen, Sie beim nächsten ins Heft gezoomt wiederzusehen. Bis dahin bin ich Ihr Chefredakteur Thomas Schlemmer. Auf Wiederschauen.